Neben dem talentierten Offensivduo aus Hugo Ekitike und Omar Marmoush, die die Fans mit ihrer Fähigkeit, Geschwindigkeit und Präzision im Angriff begeistern, zeigt auch der Mittelfeldspieler Hugo Larsson eine bemerkenswerte Entwicklung. Larsson kam im Sommer 2023 zu Eintracht Frankfurt in einem Transfer, der als vielversprechend angesehen wurde, aber von dem nur wenige dachten, dass er so schnell Ergebnisse bringen würde. Der Deal, der für 9 Millionen Euro abgeschlossen wurde, wurde zunächst als langfristige Investition für den deutschen Club angesehen, der auf das Potenzial des Spielers setzte. Doch innerhalb von weniger als einem Jahr konnte Larsson den Wert seiner Verpflichtung unter Beweis stellen, mit konstanten und brillanten Leistungen, die seinen Marktwert erheblich gesteigert haben. Laut der jüngsten Schätzung von Transfermarkt.de beträgt sein aktueller Marktwert etwa 28 Millionen Euro, was mehr als eine Verdreifachung des ursprünglichen Wertes darstellt. Mehrere Vereine scheinen daran interessiert zu sein, diese Summe zu zahlen. Laut einem Bericht von Sky steht Larsson auf der Beobachtungsliste von Arsenal, Liverpool und Tottenham Hotspur. Außerdem gibt es Gerüchte, dass auch Clubs aus der Bundesliga Interesse gezeigt haben. Eintracht Frankfurt befindet sich jedoch in einer starken Verhandlungsposition. Im Oktober verlängerte Larsson seinen Vertrag beim Club bis 2029 und laut Sky enthält das neue Abkommen keine Ausstiegsklausel. Um den Schweden verpflichten zu können, müsste ein Club einen Betrag anbieten, der deutlich über seinem aktuellen Marktwert liegt. Trotzdem ist es unwahrscheinlich, dass Larsson das Team bald verlassen möchte. Er fühlt sich in Frankfurt wohl und hat eine wichtige Position im zentralen Mittelfeld des Eintracht. Wenn er weiterhin so gut spielt wie jetzt, ist es möglich, dass große Clubs früher oder später Angebote unterbreiten. So oder so wird Eintracht wahrscheinlich einen weiteren großen Gewinn auf dem Transfermarkt verzeichnen können. Eintracht Frankfurt-Fans, hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und abonnieren Sie den Kanal, um immer über die neuesten Nachrichten von unserer Eintracht Frankfurt auf dem Laufenden zu bleiben.